fuck. Boah, echt. Ich kann nicht mehr. Neues Video hier auf dem Kanal Natures Films. Worum geht's? Wir halten das ziemlich kurz und knackig um die Wanderung zum Kap Radonit in Albanien. Das habe ich ja beim ersten Mal nicht ganz geschafft wegen dem steilen Küstenweg und das hat sich ja dann echt in Länge gezogen. Drum gibt es heute einen zweiten Versuch. Und warum ich die Art Urlaub wirklich so mag und Städte im Urlaub meine. Darum geht's hier im Video. Und vielen Dank fürs Einschalten. Und jetzt möchte ich erstmal zeigen, wo in Albanien ich genau eigentlich war. Dazu muss erstmal die Wand jetzt hinter mir weg. Und da haben wir's. Hier hinter mir ist Albanien, zumindest ein kleiner Teil davon. Und man muss sich vorstellen, die Karte ist eigentlich gedreht. Dann ist hier Durres, die zweitgrößte Stadt von Albanien. Und der 18 Kilometer lange San Pito Beach. Da ist auch die Villa Elisabeth. Meine Wanderung geht hier runter zum Kap Radonit. Und da starten wir jetzt gleich mal. Auf geht's! Und das Wasser läuft schon wieder in Strömen. Aber zugegeben, ich habe es geschafft, im Urlaub ordentlich zuzunehmen. Alter Schwede, das muss definitiv wieder weg. So kann man doch nicht mehr rumlaufen. Das geht ja gar nicht. Muss schon bei jedem Dreh den Bauch einziehen. Also wieder, kein aus der Kiste. Gestern war ich übrigens irgendwo ganz weit da hinten, aber relativ wenig gefilmt. Das ist so wie eine Bottenlandschaft in Dars an der Ostsee, an Rügen. Das heißt Patok. Um genau zu sein, geht es hier um die Lagune Patok. Und dort könnt ihr in Stelzenhäusern oder alten Fischerhütten direkt auf dem Wasser übernachten. Dann gibt es da noch ein Boot, mit dem könnt ihr übersetzen auf eine künstlich aufgeschüttete Insel und dort erwartet euch ein wahnsinnig tolles Restaurant. Vielen Dank nochmal an das nette Pärchen, die mich mitgenommen haben, also falls ihr zuguckt, vielen Dank nochmal. Ja, und dann würde ich sagen, wer noch nicht da war, besucht doch einfach mal Patok. Sehenswert und lohnt sich absolut. Hält ja schon so viele Jahre, oder? Wird jetzt nicht runterkommen, wenn ich hier wandern gehe, gell? Also lieber dann wird das schon.
liebe das. Ich liebe das. So allein hier zu sein. Eigentlich könnte ich hier jetzt auch mal schön nackert baden. Aber dadurch, dass wir in Albanien sind, lassen wir das mal lieber. Ist nicht so gern gesehen. So nackt mit den weißen Pops hier rumzuhüpfen. Ich hab's geschafft! Ich bin ganz am Ende von dieser Landspitze. Sehr, sehr geil. Und absolut alleine. Hier ist kein Schwein. Und das macht das Ganze hier so toll. Und dann war ich am Ziel. Allein. 6 Kilometer lang. Nicht ein Mensch gesehen. White Beach. Und unglaublich toll, so allein dort zu sein. Also die Ruhe und Abgeschiedenheit so zu genießen. Alles zu erkunden. Für mich unglaublich schön. Hab das sehr genossen. Zuvor war ich hier in Durres gewesen. Gar nichts für mich gewesen an diesem Tag. Ich mag Berlin und aber das war zu viel. Dieses Gehube, das ganze Gestresse, die Lautstärken. Dann liegt dort irgendwo ein Hund eigentlich am Sterben. Ja, man geht halt dran vorbei, keinen interessiert's. Ne? Das war für mich an dem Tag einfach zu viel. Dann diese Strände abgesperrt bis ins Wasser, wo Urlauber wie Sardinen nebeneinander liegen. Ist das wirklich Urlaub? Ist das was Tolles? Also für mich ist es wirklich diese Einsamkeit und Gegenden erkunden. Ja, das ist eher meins. Ballermann, Sauftourismus, Musik mit wenig IQ, aller Pferd auf dem Flur, 20 cm. Nein, danke. Schreibt doch gerne mal einfach in die Kommentare, wie ihr am liebsten euren Urlaub verbringt, was wichtig ist, was euch wichtig ist. Ansonsten geht es jetzt erstmal weiter mit dem Video, weil der Rückweg war ja noch ziemlich weit. Und ja, viel Spaß beim Anschauen weiterhin. Und wer sagt denn, dass man an einsamen Stränden auf irgendwelchen Luxus verzichten müsste. Schuhe. Ja. Und dann würde ich sagen, auf geht's um diese Böschung. Schuh. Auf jeden Fall angenehm zu laufen. Das ist schon mal. Oh, ein schön cool. Und Hose nass. Juhu. Ach.
auch wieder steil hier. So, das erste haben wir geschafft. Oh, alter Schwede, der sieht aber nicht mehr so safe aus hier. Und ich würde sagen, schnell vorbei. Da haben wir nur wieder den Salat. Naja, viele Steine und Wellen, die das Ganze nicht gerade einfacher machen. Deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand. Ab hier könnte der Weg wieder ein wenig abenteuerlich werden, wenn ich überhaupt jetzt dort lang kommen. Mal sehen, wie dieses Geläuf hier ist. Sumpfig. Das ist weniger cool. Das ist, glaube ich, alles ein bisschen sumpfig. Ja, scheiße. Hosen hoch bis zum Anschlag. Wenn es unter dem Arm juckt, dann liegt es an der Hosen. Oh. Also echt gerade, das ist gerade im echt, fuck. Ohne Handysicherung vor Wasser. Das ist so schweineglatt hier. Deswegen, Rückweg ist jetzt irgendwie kacke. Und nach vorne ist aber auch mächtig gewaltig kacke. Das ist nämlich noch ein ganz schönes Stück. Und zwar dann so irgendwie, weil, fuck, ich kann da durchs Wasser gehen. Was auf keinen Fall. Das ist gerade so glatt. Boah, echt. Ich kann nicht mehr. Ja, vielleicht ein paar gute Entscheidungen getroffen, aber die gehört definitiv nicht dazu. Ich mache vielleicht in Meter in 5 Minuten. Das ist krass. Und irgendwo da vorne ist dann Strand. Bis dahin geht es nur so weiter. Glatt, an Ästen festhalten, in Stein rutschen, über Äste klettern. Mal Flipflops, mal ohne Flipflops. Das ist gerade echt. Das ist mir echt zu viel gerade eben. Das war keine gute Entscheidung, auf keinen Fall. Oh, ich glaube, ich brauche dann echt mal ein Getränk. Naja, zumindest jetzt den Weg zu nehmen, war vielleicht nicht die beste Idee. Aber man erkennt daran vielleicht auch ein bisschen, warum ich an diesem wunderschönen Ort so einsam bin. Weil der Weg nun einfach mal nicht ganz so leicht ist. Jo, das ist wohl dann mal ein Haus mit View. Nice View. So, jetzt sehen wir mal die Meter, die ich gemacht habe. Also von irgendwo da hinten drin. Na, da über viele Umwege. Und jetzt halt den kompletten Küstenstreifen bis hier zu diesem wunderschönen Steg zurück. Nun werden wir diesen Weg angehen. Da kam ich ja das letzte Mal her. Oh, tut das gut. Ja. Und wieder mal so richtig in der Bamba. Aber ich habe mir schaut. Ich habe mir gerade schön gegrillte Garnelen reingewämst. Ein kühles Wasser und ein kühles Bier. Ach du Schande, und oh mein Gott. Wie toll ist das denn, bitteschön. Aber meine Zeit sagt, höchstens noch 2 Stunden, dann geht die Sonne unter. Und wie jeder sagt, ich bin hier wirklich
volle Bulle im Luchsgebiet. So, dann gucken wir jetzt, wo wir wieder rauskommen. Das ist gerade einfach ziemlich geil. Ausblick, ey. Der Supermarkt, wo ihr kleiner Markt hier ist, der ist wie das Last House on the Left. Die beste Rettung in größter Not. Während es hinter mir richtig, richtig schön wird, fängt es vor mir an, aus Richtung Montenegro ordentlich zu blitzen. Aber Alter, das ist ja jetzt gerade mega schön. So. Mit so einem Sonnenuntergang abends. Aussicht könnte ich auch gut leben. Ich habe jetzt hier noch in so einer kleinen Bar mit lauter Ortsansässigen ein kühles Bier getrunken und mal die Wolken gefühlt. Jetzt höre ich gerade die Sounds von einer Moschee. Und ich glaube, es wird Zeit, mal irgendwie zu gucken, ob mich irgendjemand eventuell mitnimmt, weil das sind jetzt bestimmt noch, ja, 10, 15 Kilometer, weil du kannst hier nicht wie in Deutschland einfach mal durch den Wald gehen, weil was irgendwie so ziemlich unmöglich ist. Also ich meine, ich habe ein paar Wildpferde gesehen, aber zumindest hier, einmal versuchen, irgendwie durch ein Waldgebiet zu laufen. Das ist schier unmöglich. Das ist ja nur Gestrüpp. Weil in Deutschland stehen ja die Bäume in unserer Forstwirtschaft drin, Reih und Glied. Das kannst du hier nicht bringen, quer durch die Wallerei zu laufen. Demnach ziehen sich die Wege einfach mal echt lang. Und es wird halt, wenn die Sonne untergegangen ist, jetzt auch richtig derbe schnell dunkel. Darum hoffe ich doch mal, dass jetzt noch irgendein nettes Fahrzeug anhält und ein Plätzchen für mich frei hat. Hoffe ich. Also hier hat das Daumenhaus schon mal nicht geklappt. Ganz hinten komme ich. Man könnte denken, ich habe mich verzockt. Verdammt, vielleicht habe ich jetzt noch mal Glück. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin noch ziemlich weit gelaufen. Es war schon dunkel. Ich war klitschnass. Meine Mütze ist auch 4 Tage lang nicht wirklich trocken geworden. Aber dann hat ein ganz nettes Pärchen aus dem Kosovo angehalten.
und waren so nett, einen schwitzenden, müffelnden René mitzunehmen. Und das war echt toll. Ihr habt ja meinen Kanal abonniert. Und falls ihr jetzt zuschaut, vielen Dank nochmal. Und meine Einladung nach Deutschland für euch, die zählt. Also ihr könnt immer gerne herkommen und auch bei mir wohnen, schlafen. Auf jeden Fall sehr gerne. Vielen Dank nochmal fürs Mitnehmen. Und damit sind wir jetzt auch am Ende von diesem Video. Im nächsten Video geht's mal wirklich um Urlaub gegen Hand, weil wir haben ja da den Hundepool noch gemacht, Steine gesammelt, etwas aus altem Holz gemacht, also sprich alten Dingen neues Leben eingehaucht. Und dann ging es noch zu den Bovilia Lake in Albanien, auch sehr, sehr schön. Also ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Lasst gern ein Abo da und vielen Dank. Bis zum nächsten Video.